Ey ho, meine Lieben, ganz furchtbar schrecklich. Wir machen heute schon wieder ein Indoor-Video, ein Kochvideo. Meine Fresse, ist das toll. Also, mich freut, mir wird's Spaß machen. Und kommen Sie, treten Sie näher. Du bist ja schon wieder so klein. Ja, ich wachs auch. Ja, was machen wir heute Feines? Heute machen wir Grünkohl. Ja, ich habe ja selber schon mal Grünkohl gemacht, wo ich auf Besuch war im hohen Norden. Habe ich die Materialien mitgebracht und habe dann meine Variante gemacht. Und heute schauen wir mal, wie es original geht. Ja, ich glaube, das ist eine richtig originale Version, wird es da nicht geben. Nein. Jeder macht es anders, aber heute kriegen wir echte Nordseeküche Grünkohl. Gut, dann auf dem Topf steht schon der Herd und schauen wir mal, was da drin blubbert. Auf dem Herd steht der Topf. Was habe ich gesagt? Auf dem Topf steht schon der Herd. Ist doch egal. Ich kann dir die Kamera umdrehen, dann passt es wieder. Gehen wir rüber. So, also der Topf steht auf dem Herd und nicht andersrum, ganz klar. Ja, dann lüpf doch mal den Deckel und sag uns, was da Schönes drin ist. Da ist drin geräucherter Bauch, Pinkel und frische Mettwurst. Okay. Pinkel, ist das die Grützwurst? Ja. Um Gottes Willen. Das sind die kleinen dunklen. Okay. Naja, gut. Schauen wir, was daraus wird, wie es wird. Ja, was haben wir noch? Moment. Ein Riesensack Oldenburger Grünkohl. Schweineschmalz, Zwiebeln und Hafergrütze. Ja, ist das alles, was wir brauchen? Ja. Oder kommt nachher noch irgendwas Spezielles dazu? Die Wurstbrühe, die wir da gerade kochen, die kommt da noch mit rein. Ah, da hast du, glaube ich, gesagt, kochst den Grünkohl in der Wurstbrühe. Ja. Genau. Gut, dann lassen wir uns überraschen, was die nächste Szene bringt. Kommen wir zum nächsten Schritt. Da kommen jetzt die ganzen Würste raus. Die kommen dann später wieder mit hinein. Und der Bauchspeck unten drin, der soll weiterköcheln. Da brauchen wir jetzt dann, glaube ich, dann noch einen anderen Topf. Genau. Ja. Aber, ja, das werden wir dann gleich sehen. Jo, die Würstchen sind alle draußen. Da sehen wir jetzt den Bauchspeck. Wie dick sind die Scheiben? Ja, keine Scheiben, sondern ganze Brocken. Oh, hätten wir da nicht einen schönen Braten machen können auf dem Grill damit? Nein, der war geräuchert oder luftgetrocknet. Okay, ja gut. Dann muss man natürlich Grünkohl machen. Okay, Leute, ich habe keinen Plan, wie es weitergeht. Rita? Ja, ich angel das da jetzt raus und dann stellen wir das Fleisch mit dem Wasser in den Backofen, damit das weitergaren kann. Und diesen Topf brauchen wir für den Grünkohl. Ah, ja. Okay, dann machen wir das so. So sieht das nun aus. Und Herr Kruse darf das Ganze jetzt einmal einpacken in Alufolie. Und dann stellen wir das eben, wie gesagt, noch im Backofen. Bei wie viel Grad? 120. 120 Grad. Wie lang köchelt eigentlich so das Ganze vor sich hin? Also jetzt. Dein Mann kann nicht mit Alufolie. Der hat sie kaputt gemacht. Dann macht er doch wieder zu. Jetzt haben wir es 3:30. Gegessen wird heute Abend 9:00. Von daher hat das ja noch genug Zeit. 3:09? 6 Stunden? Wow. Muss das jetzt 6 Stunden im Backofen drin bleiben? Ja, wir können ihn zwischendrin mal ausmachen, aber rein theoretisch okay. Kocht man das sehr lange mit, aber wir haben keinen Platz im Topf. Das ist heftig. Dann machen wir das halt einfach so und lassen uns überraschen. Und der Grünkohl, muss der dann auch so lange köcheln? Den machen wir mittendrin auch mal aus, aber okay. Normal. Zwischendurch mal ausmachen. Ja. Okay. Okay, also ein sehr langwieriges Gericht, hätte ich mal so behaupten. Dass Frauen nie warten können. Furchtbar, das muss eine Frauenkrankheit sein. Ja, das ist jetzt Schmalz. Dann braten wir die Zwiebeln an.
Guck mal, hier, ab hier, wo das Geriffelte ist, sieht man jetzt ein bisschen schlecht, ja, weil es ein bisschen verschmiert ist. Da, wenn der Topf steht. Da will ich hin. Oh Gott, helf mir. Oh Gott, was hast du jetzt gemacht? Ich schalte das Ding ganz einfach ganz schnell wieder aus. Ist wieder da. Hä? Die letzte. Die hat, ach, die hat die Uhrzeit hat sie irgendwie aktiviert. Das ist jetzt reiner Schweineschmalz, hast du gesagt, ja, gell? Ja. Und da drin werden die Zwiebeln angebraten. Angebraten, klassik oder? Ja, und dann kommt der Grünkohl mit rein. Okay, ich würde sagen, wir lassen sie jetzt die Zwiebeln schnell anschmuggeln. Wenn die soweit durch sind, hole ich euch dann gleich wieder hinzu. Zwiebeln sind angedünstet. Dann hauen wir den Grünkohl hinzu. Schon alles, aber der Klumpen nicht. Jetzt. Da kommt der große Klumpen raus. So, nach und nach füllen wir das mit Grünkohl auf, wenn der zusammengefallen ist. Okay, schüttest du die Brühe gleich hinzu oder später? Ja, gleich. Immer so ein bisschen. Immer so ein bisschen? Ich zeig dir's. Also ich denke, geschmacklich wird das Ergebnis auch ganz anders ausfallen als in dem Topf, wo ich es gemacht habe. Was gibt es da zu lachen? Hier ist nicht unbedingt Grünkohlland. So, jetzt lassen wir das eben einfallen und dann füllen wir nochmal nach Grünkohl nach. Alles klar. Und dann gucken wir mal. Ja, und dann, wie gesagt, nach und nach den kompletten Beutel rein und ja. Dann sehen wir weiter. So, das Grünzeug ist alles drin. Oh, wie gruselig. Es sieht so grün aus. Ja, sehr froh, ist kein Spinat. Das ist ein Schnellkomposter. Jetzt tun wir die Hafergrütze damit zu. Auch nach und nach, weil die geht auf. Und dann ist die Flüssigkeit auch weg. Und dann aufpassen beim Kochen, dass es nicht anbrennt. Ah, so. Ach, das soll gar nicht mehr flüssig sein. Nein. Also dann habe ich ja, glaube ich, bei mir damals auch ein bisschen was falsch gemacht. Ja. Job sagt sie einfach, du bist so grausam zu mir. Ich habe das Video gesehen. Ich habe die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Für eine Suppe war das gut. Ja, für eine Suppe war das gut. Die sind so gemein zu mir. Das ist doch ungerecht, oder? Aber geschmeckt hat's damals. Mhm. Okay. Hafergrütze mit hinzurühren, dass es Pudding wird. Es wird kein Pudding. Moment. Man kann auch Graupen nehmen, aber ich persönlich mag keine Graupen, deswegen nehme ich Hafergrütze. Okay. Das geht auf und das saugt die Flüssigkeit dann noch auf. Ja. Dann, Leute, schauen wir es uns nachher an, wenn es alles eingerührt ist. Ja, und in der Zwischenzeit machen wir irgendwas anderes. Wie zum Beispiel mein schönes, tolles Weihnachtsgeschenk in der Grillkote aufhängen. Genau. Mhm. Da war jemand ganz schlau, schenkt mir so ein echt schönes, tolles Rentierfell. Und nachdem das an meinem Sitz sich so hingekuschelt hat, ja, das ist aber für die Grillkote gedacht. Hm. Naja, muss ich mich wieder davon trennen. Schade. Okay, aber wie gesagt, ich sage schon wieder, wie gesagt, aber egal. Wie gesagt, wir sehen uns dann nachher drüben am Topf wieder. Am Topf. Ja, wenn es halt ganz einfach weitergeht. Das war jetzt gerade der Hammer. Sagt es nochmal, was du gerade im Grünkohl gefunden hast. Ein Löffel. Und ratet mal, wer den da reingeschmissen hat. Wer so verfressen war und vom Grünkohl hat naschen müssen. Bin auch 5 Stunden Auto gefahren. Glück auf und schöne Grüße aus Dortmund. Jetzt in Mödingen. Der ist übrigens lecker, der Grünkohl. Kann ich schon mal vorweg, das Fazit vorwegnehmen. Also da freuen wir uns nachher dann schon, wenn Schatzi von der Arbeit kommt. Und ja. Patricia. Und Patricia kommt dann auch noch mit zum Essen. Und futtern tun wir den heute in der Grillkota. Mhm. Da haben wir nämlich mehr Platz als hier am Tisch. Oder? Jawohl. Ja. So, Freunde. Kartoffeln kochen. Das
Der Grünkohl ist dann auch eigentlich soweit fertig. Ja. Moment mal. Ja, das ist wirklich, ja, ein bisschen was anderes als bei mir damals. Und hier unten, ja, das packe ich jetzt noch nicht aus. Schatz kommt jetzt gleich und dann wird noch das Fleisch klein geschnippelt. Das kommt dann alles. Kommt es direkt in den Grünkohl mit rein? Nee, das kommt auf den Teller. Kommt auf den Teller, aber das zeige ich euch dann draußen in der Grillkota, weil da wird schon ordentlich. Da ist schon ordentlich Feuer gemacht und ja, da werden wir dann draußen essen. Und ich gehe jetzt wieder raus, bevor die mir da draußen die Hütte anfeuern. Abfackeln. Abfackeln oder so. So, Freunde. Dann machen wir hier mal auf. Fleisch ist klein geschnippelt, die Würstchen und hallo Patricia! Hallo! Nee, hör auf! Und hier. Ja, okay. Ja, dann gibt es eine Ladung auf dem Teller. Ja, wenn ich denn einen krieg und. Es wird gegessen und probiert. Was ist das? Leute, da habe ich mein Tellerchen. Ja, und ich schneide mir mal klein, mach die Gabel voll, weil ich muss die Kämme in der Hand halten, habe kein Stativ mit herin. So, meine Lieben, dann hauen wir uns mal das original ostfriesische Essen rein. Du mal ein bisschen Grünkohl hier. Kartoffeln schmecken überall gleich. Grünkohl. Sehr lecker. Ja, da brauche ich mal Saugut. Lecker. Ja, dann gucken wir mal, wer nachher noch mit vor die Cam kommt zum Fazit. Und jetzt erstmal einen guten. Guten. So, Freunde, dann sprechen wir hier mal das Fazit. Der versteckt sich da hinten. Hauen mal an. Fischer! Herr Kruse! Ja, Herr Kruse. Was ist denn, Lecke? Was ist denn da los? Komm mal, komm ums Eck, komm. Komm mal bei mir vorbei. Björn. Wie hat es dir gemundet? Ja, ich habe das ja vorhin schon mal gemacht, gesagt, das hatte das Vorfazit schon gesprochen, weil ich den Löffel habe im Topf stecken lassen. Super, also der Grünkohl war ja vorhin schon spitze, jetzt hat es ja noch Kartoffeln dabei gegeben und ein bisschen Fleisch. Und tut mir leid, Gerrit, du hast das Duell verloren. Schon wieder. Frau Kruse hat gewonnen. Jo. Gerrit, tut mir echt leid. Ich persönlich habe jetzt die Pinkel nicht gegessen, da stehe ich nicht so drauf. Ja, aber Fleisch und die anderen Würstchen hervorragend lecker. Schatz, die Stimme aus dem Hintergrund. Sehr gut, war alles sehr, sehr, sehr gut. War genial lecker. Björn, Schatz. Das ist ja, war toll, gut. War super. Gut, gut, gut. Patricia, komm vor die Cam. Die zeigt mir einen Stinkefinger. Die Pinkel waren sehr lecker, die Mettwürste waren nicht meins, aber der Grünkohl mega. Die ist zickig, gell? Nur dir gegenüber. Und vor der Cam. Aber wenn ich, das liegt wahrscheinlich daran, dass du die Cam in der Hand hast. Okay, Leute. Dann sind wir für dieses Video durch. Und ich schaue, dass ich es morgen noch rausbringe. Sozusagen das letzte Video in diesem Jahrzehnt. Und ja, das nächste Video seht ihr dann nächstes Jahr. Wir sehen uns. Tschaikowski. Glück auf.